Vielen ist sicherlich bewusst, dass Minecraft das größte und beliebteste Spiel der letzten 10 Jahre ist. Egal, ob man damals eine Achterbahn im Singleplayer gebaut hat oder auch mal Bedwars auf Gomma ausprobierte, dieses Spiel war für jeden eine einzigartige Erfahrung. Und mit 238 Millionen verkauften Spielen und über 100 Millionen monatlichen Spielern könnte man heutzutage denken, dass die Minecraft-Szene besser ist als jemals zuvor. Doch die Realität sieht leider etwas anders aus. Die deutsche YouTuber-Szene ist, was die Videos über Minecraft-Server angeht, an einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Ich hoffe halt einfach nur, dass sich da bald wirklich was tun wird, denn mittlerweile wenden sich nicht nur viele Spieler von Minecraft ab, sondern auch viele Creator, und ohne die Creator und dessen Communities sieht es halt wirklich sehr, sehr schlecht aus. Wo bin ich hier in welcher Szene? In welchem Spiel ist es okay zu hacken, es offensichtlich in den Titel zu schreiben und es wird auch noch akzeptiert von den Spielern? Und wenn man dann noch sieht, dass alle anderen aufhören, alle anderen so haben ja auch die gleichen Probleme wie ich. Man weiß nicht, was man bringen soll. Alle Punkte in diesem Video haben mir einfach gezeigt, dass vielleicht gerade momentan Minecraft nicht die Zukunft hat, die ich darin selber sehe. So eins der größten oder das größte ist halt, dass ich mittlerweile gefühlt alleine auf YouTube bin. Für mich ist halt jetzt scheiße, weil die Minecraft-Community sich tot gemacht hat. Die deutsche PvP-Szene ist kurz vor dem Untergang und irgendwelche Hilfe von Mojang scheint auch nicht in Sicht. Was läuft aktuell falsch? Warum schließen immer mehr Server? Warum wenden sich immer mehr Creator ab? Und warum werden jeden Tag die Spieler weniger? Und vor allem, was kann man tun, um diese Szene noch zu retten? Obwohl die meisten es schon aus dem letzten Video kennen werden, ich sollte zuerst mal mein Verhältnis mit Minecraft erklären. Ich spiele dieses Spiel seit mittlerweile 7 Jahren. Ich habe sehr viel Zeit auf Gomme, Revi und Qt und mit Bedwars und Skywars verbracht und hatte über die Jahre mehrere Kumpels, mit denen ich fast täglich gezockt habe. Natürlich habe ich auch anderes Zeug neben Minecraft gespielt, aber ich habe immer wieder zur PvP-Szene irgendwie zurückgefunden. Und ich finde ganz ehrlich, unsere Szene ist aktuell so schlecht wie noch nie. Hacken ist in vielen Communities mittlerweile ein Muss, um überhaupt mithalten zu können. Autoklicker ist für manche ein ganz normaler Teil des Spiels geworden und irgendwie sieht darin auch niemand ein Problem. Wen interessiert es überhaupt, gebannt zu werden, wenn eh jeder 20 Alt-Accounts für weniger als einen Dollar bekommt? Altshops sind wirklich ein absoluter Parasit in dieser Community geworden. YouTuber werben ohne Probleme für ein Business, was im Hintergrund Millionen von Minecraft-Accounts hackt, um sie danach illegal weiterzuverkaufen. Wie zur Hölle kann das einfach so hingenommen werden? Und selbst wenn nicht mit einem Alt gehackt wird, ist es vollkommen unmöglich für neue Spieler in die Szene zu kommen, weil sie in jedem Modus sofort zerstört werden. Aktuell gibt es wirklich nur zwei Extreme. Entweder ihr seid Hardcore-Schwitzer oder ihr spielt Bedwars 2.0. Aber mal ehrlich, wie sieht denn bitte die Serverlandschaft gerade aus? Große Server, die ein inkompetentes Update nach dem anderen raushauen, tausende kleine PvP-Server, die alle dasselbe haben und dutzende City-Build-Server, die seit 5 Jahren nichts Neues machen. Ohne Witz, schaut euch mal an, wie lächerlich Fox euch hier weismachen will, dass sein Server irgendwas Neues gemacht hat. Wenn ihr hier draufklickt, dann habt ihr die Möglichkeit, direkt auf den City-Build zu gehen oder auf die Farmwelten, die wir voneinander extra getrennt haben, damit ihr ein besseres Spielerlebnis habt. Congratulations! Congratulations! Die einzige Alternative ist wirklich nur noch Hypixel, denn der Rest sind entweder sterbende Server oder irgendein Factions-Prison-Kack. Unsere Szene ist am absoluten Tiefpunkt. Und trotzdem sind immer noch viele Spieler in einer 7 Jahre alten Version festgefahren. Bicep hatte in seinem Video die sehr treffende Metapher benutzt, dass wir alle im 1.8-Zug drinne sitzen und bald die Endstation kommt. Aber ich habe persönlich das Gefühl, dass unser Zug keine Bremsen hat und einfach fröhlich weiterfährt, bis wir am Ende des Gleises crashen. Es grenzt schon an ein Wunder, dass überhaupt eine so alte Version von Minecraft noch gespielt wird. Und nach 7 Jahren ist die Kreativität am Ende, anders geht es auch nicht ohne neuen Content. Das Ding ist, ich bin ja auch nicht unschuldig. Ich habe jahrelang nur Bedwars und Skywars gezockt, ohne mal einen Blick auf die höheren Versionen zu werfen. Und das ist am Ende furchtbar schade, weil jetzt bin ich gerade dabei, eine Megabase zu bauen und entdecke, dass 1.16 PvP auf Servern für mich komplett neu. Und laut den ganzen Kommentaren von euch bin ich auch nicht der Einzige damit. Sei es ein Survival-Projekt, MMO-Server wie Windcraft oder einfach ein angepasster, gut durchdachter Minigame-Server. Das ist, was man mit Minecraft in höheren Versionen anstellen kann. Aber wenn man sich nur auf die 1.8-Community beschränkt, dann sehe ich ehrlich gesagt nur drei Lösungsmöglichkeiten, damit unsere Szene noch irgendeine Zukunft hat. Erstens, irgendein Server schafft es, das alte Combat-System auf eine neue Art interessant zu machen. Wenn ich zum Beispiel in Richtung Hypixel Skyblock gucke, wenn dort endlich mal das Kolosseum funktionieren würde, dann wäre das auf jeden Fall mal was anderes als Bedwars. Zweitens, Mojang macht mit einer neuen Version das Kampfsystem besser. Viele setzen mittlerweile große Hoffnung in das 1.20 Update, auch wenn ich tatsächlich glaube, dass das Combat Update noch nicht zu früh kommen wird. Und drittens,
der Legend-Server kommt raus. Ich hatte natürlich Legend schon auf dem Schirm lange, bevor es in die Kommentare geschrieben wurde, aber holy, was Gamers Time und sein Team in den letzten paar Monaten gemacht haben, ist wirklich krass. Ich persönlich bin schon ziemlich hyped auf den Server und werde zu 100% auch ein Video darüber machen. Allerdings hoffe ich, dass der Server auch richtig funktionieren wird. Die PvP-Modi sind ja mit dem neuen Kampfsystem und für viele wird es sicherlich eine große Umstellung, einen ganz anderen Spielstil zu lernen. Es gibt aber zum Beispiel noch Kaktus-Klicker, um dieses Problem quasi auszugleichen. Deswegen bin ich voller Hoffnung, dass dieser Ansatz wirklich die Zukunft von Minecraft werden wird. Und allein durch neue Projekte wie Legend frage ich mich immer mehr, warum ich nicht einfach selbst mal meinen Horizont erweitern sollte. Ich weiß natürlich nicht genau, wie die Zukunft der PvP-Szene aussieht. Aber wenn man sieht, dass immer mehr Server den Bach runtergehen, Leute wie Bicep ihren Content switchen und die noch verbliebenen Leute sich einsam fühlen, weiß ich auf jeden Fall, in welche grobe Richtung die Zukunft gehen wird. Und ich bin auf einmal mittendrin. Ich bin durch Bicep seine Reactions über die 1000 Abos geklettert und bin dann mit einem Video darüber, was die Minecraft-Server falsch machen, fast schon in den Mainstream der Szene gerutscht. Bitte versteht das nicht falsch, ich bin unglaublich dankbar für all die Abonnenten und die netten Kommentare von euch. Aber mein erfolgreichstes Minecraft-Video ist eines, in dem ich gesamtes Server-Shit-talke und zeige, wie die Szene aktuell vor die Hunde geht. Warum sollte ich denn noch etwas in dieser Szene machen? Das ist keine Frage an euch, sondern eher eine Frage an mich selbst. Und ehrlich gesagt konnte ich sie mir über die letzten paar Wochen nicht beantworten. Ich habe mich tatsächlich schon mal an einem etwas anderen Video probiert und bei vielen von euch kam das wirklich super an. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich von morgen an mit Minecraft-Content aufhöre, überhaupt nicht. Ich habe eine Menge Zeug, was ich mal ansprechen will, zum Beispiel ein zweites Video über Tverion, Videos über Legend, wenn der Server released und vor allem mal ein lang überfälliges Video über Upgegriefed. Auf all diese Videos habe ich mega Bock und sie werden noch zu 100% kommen. Und ich will hier jetzt nichts Falsches sagen, weil das keineswegs final ist, aber ich habe da auch noch ein unnötiges semi-virales Video auf meinem Kanal liegen, wozu ich auch nochmal ein Follow-up-Video machen sollte. Dazu kommen noch ganz viele andere Ideen für Videos, die ich aber nicht spoilern will, wie ihr vorhin gesehen habt. Ich will einfach nur einen Schritt in die richtige Richtung gehen und ich hoffe, dass ihr genauso hyped seid wie ich. Nicht nur auf die Zukunft dieses Kanals, sondern auch auf die Zukunft von Minecraft. Hey, danke, dass ihr dieses Video zu Ende geschaut habt. Eine Sache, die ich dem Video noch hinzufügen wollte, ich werde wahrscheinlich weiterhin große Pausen zwischen meinen Uploads haben. Nicht nur, weil diese Videos wirklich sehr lange brauchen zu schneiden und zu skripten, sondern auch, weil ich wegen der Schule sehr wenig Zeit für YouTube finde. Mein nächstes Video wird, denke ich mal, kommen, wenn der Legend-Server released, aber bis Mitte nächsten Jahres wird es sicherlich noch dauern, bis reguläre Uploads von mir kommen. Diese Zeit könnt ihr aber auf jeden Fall überbrücken, indem ihr euch anderen guten Content von Minecraft-YouTubern reinzieht. Zum Beispiel Don't Touch My Life hat zwei unglaublich gute Videos über die aktuelle Lage des GommaHD.net-Servers gemacht. Und noch besser, der Bruder zieht im Vergleich zu mir richtig durch und macht aktiv Videos. Schaut auf jeden Fall bei seinem Kanal vorbei, sein Video ist hier gleich in der Endcut verlinkt. Nochmal vielen Dank fürs Anschauen, passt auf euch auf und ich wünsche euch was. Ciao!